Die Heimatfreunde des Erzgebirgs-Zweigvereins Zwönitz feierten am 28. März in der Brauerei Schenke ein Jubiläum. Auf den Tag genau vor 25 Jahren wurde der EZV Zwönitz neu gegründet. Zur Feier konnte der Vereinsvorsitzende Pringfried Leixenring Vertreter der Stadt Zwönitz und Heimatfreunde aus Elterlein, Geier und Homersdorf begrüßen. Der Beigeordnete der Stadt Zwönitz, Klaus Epperlein, überreichte im Namen der Stadt eine Spende. Blumengrüße und die besten Wünsche zum 25-jährigen Jubiläum überbrachte auch Johannes Vogt von den Heimatfreunden aus Homersdorf. Warum der EZV einst aufgelöst wurde, weiß Heimatforscher Stefan Schneider. Am 10. Juni 1945 erfolgte die Auflösung und Liquidierung des Erzgebirgsfreien durch das Gesetz Nummer 2 des Alliierten Kontrollrats. Zwangsläufig war natürlich das auch das Aus für sämtliche Zweigvereine, die hier im ehemaligen Mitteldeutschland betreffen. Jedenfalls war es nur 1948 und man hat die Löschung des Vereins aus dem Vereinsregister in Aue vorgenommen und dann war es endgültig dann besiegelt. In Zeiten der DDR unterhielten die Heimatforscher den Kontakt zum existierenden Erzgebirgsverein in Westdeutschland. Der wurde 1950 neu gegründet und brachte die Zeitschrift Glück auf heraus. Diese Zeitschrift kam über Umwege in die DDR, so auch nach Zwönitz. Aufgrund der heimatkundlichen Beiträge war diese Zeitschrift hier sehr beliebt. Die Idee zur Wiederbelebung eines Erzgebirgsvereins stand in den Versammlungen der Zwönitzer Heimatforschergruppe immer öfters im Mittelpunkt. Das belegen die Aufzeichnungen der Versammlungsprotokolle. 30. März 1990, Börse. Am 28.03.1990 wurde der EZV Zwönitz wiederbelebt. 32 Personen haben sich auf der Teilnehmerliste eingetragen. Die Heimatforscher stellen einen großen Teil der Mitglieder. Insgesamt traten 15 Heimatforscher dem EZV bei. Heute sind im Erzgebirgszweigverein Zwönitz 66 Mitglieder eingetragen. Davon sind 60 Mitglieder aktiv. Es gibt 4 Anschlussmitglieder und 2 Kinder. Langjährige Mitglieder des Erzgebirgsvereins werden regelmäßig für ihre Verdienste im Verein ausgezeichnet, so auch in Zwönitz. Mit einer Anstecknadel und einer Urkunde wurde den Mitgliedern der Dank feierlich überreicht. In gemütlicher Runde und mit erzgebirgischer Volksmusik ging die Festveranstaltung des EZV Zwönitz weiter.